Der Ärmelkanal. Die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Zehntausende überqueren ihn jeden Tag auf Fährschiffen. Eigentlich ist die Überfahrt sichere Routine. Bis ein Schiff nur einen Kilometer vor dem Hafen kentert. Innerhalb von 90 Sekunden kämpfen Hunderte im eiskalten Wasser um ihr Leben. 193 Menschen kommen bei Großbritanniens schlimmsten Schiffsunglück seit der Titanic ums Leben. Mit Hilfe von Computersimulationen können wir genau enthüllen, warum die Herald of Free Enterprise unterging. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie stehen am Ende einer Kette unglücklicher Umstände. Wir wollen die verhängnisvollen Entscheidungen enthüllen, in diesen letzten Sekunden vor dem Unglück. Europa, Belgien, Seebrügge. In diesem lebendigen Seehafen verkehren jeden Tag Fähren aus England und Deutschland. März 1987, ein kalter Wintertag. Die Herald of Free Enterprise, eine 8000 Tonnen schwere Auto- und Passagierfähre der europäischen Reederei Townsend Thoreson, kommt aus Dover. Sie hat die 4,5 Stunden lange Überfahrt über den Ärmelkanal schon 1000 Mal hinter sich gebracht. Der Zeitplan der Herald ist knapp bemessen. Sie muss 4-mal am Tag hin und her fahren. Zwischen jeder Reise muss ihre Besatzung Passagiere und Fahrzeuge an Land bringen, das Schiff säubern und für die nächste Fahrt neu beladen. Alles innerhalb von 90 Minuten. Heute kann die Herald den Zeitplan kaum einhalten. 16 Uhr. Der zweite Bootsmann, Mark Stanley, beendet die Entladung des Autodecks für die Rückfahrt nach England. Er ist mehr als 5 Stunden im Dienst, wird aber noch eine längere Pause machen, bevor das Schiff in den Heimathafen zurückkehrt. Während die Besatzung der Herald hart arbeitet, genießen die Passagiere die letzten Stunden an Land. Bummeln durch die Geschäfte, essen in Restaurants und kaufen billigen Alkohol aus Kontinentaleuropa. Die meisten Touristen kommen aus Großbritannien, wie auch der 19-jährige Barmann Simon Osborne. Mit einigen Freunden unternimmt er einen Tagesausflug nach Belgien. Wir sind am Nachmittag durch die Bars von Ostende gezogen. Wir hatten einen wirklich sehr schönen Herrennachmittag. Sie bestellen noch eine letzte Runde, bevor sie dann mit der Herald wieder zurückfahren. Der zweite Bootsmann, Mark Stanley, beendet seinen Dienst und geht in seine Besatzungskabine. Er hat Pause und wird erst wieder zur Abfahrt um 18 Uhr auf dem Autodeck gebraucht. Auf der Brücke steht der Kapitän der Herald, David Lurie, der bereits seit 10 Jahren das Kommando auf Schiffen führt. Er prüft noch einmal die Route für die Rückfahrt über den Kanal, die zweite an diesem Tag. Um 17 Uhr beginnen die Autos und LKW durch ihre riesigen Bugtore auf das untere Autodeck der Herald zu rollen. Durch den Verkauf verbilligter Tickets ist das Schiff heute völlig ausgelastet. Und der Besatzung bleibt nur eine Stunde zum Verladen. Sobald das untere Autodeck voll ist, muss die Besatzung das obere beladen. Es gibt jedoch ein Problem. Die Laderampe in Seebrügge reicht nicht bis an das obere Autodeck. Um den fehlenden Abstand zu verringern, muss der Kapitän das Schiff tiefer ins Wasser legen. Daher lässt er Wasser in die Ballasttanks pumpen. 30 Minuten später schwimmt das Schiff einen Meter tiefer im Wasser. Jetzt kann das obere Deck beladen werden. Durch die verbilligten Tickets waren viele Passagiere an Bord. Heute Abend sind es 459. 17.30 Uhr. Michael und Maureen Bennett sowie ihre 20-jährige Tochter Theresa und deren Freund wollen nach einem Ausflug ans Meer nach Hause zurückfahren. Theresa hat diesen besonderen Familienausflug arrangiert, weil ihre Eltern ein wichtiges Jubiläum feiern.
Der 1. April ist unser Hochzeitstag. Deshalb wollte Theresa mit uns einen Ausflug machen. Wir sind am Hafen von Ostende spazieren gegangen und haben uns all die netten Geschäfte dort angeschaut. Es war wunderbar. Uhr 45. Noch 15 Minuten bis zum Ablegen. Die Besatzung beeilt sich mit der Beladung des oberen Autodecks. Der verantwortliche erste Offizier Leslie Sable muss sich beeilen. Der Zeitplan für die Rückfahrt ist so knapp bemessen, dass auch die kleinste Verzögerung den gesamten Fahrplan der Herald gefährden könnte. Besatzungsmitglied Lee Cornelius arbeitet angestrengt. Am Schluss wird es immer etwas knapp. Kurz vor dem Ablegen kommen immer noch Autos und füllen das Schiff. Uhr. Die Besatzung kann das Beladen endlich beenden, aber nur mit Verspätung. Die Herald wird an diesem Abend nicht pünktlich abfahren. Lee Cornelius sichert die Bugtüren mit der dafür vorgesehenen Kette. Der erste Offizier Sable meldet Kapitän Lurie, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Okay, Laden beendet. Bitte bestätigen. Dann begibt er sich an seinen Platz auf der Brücke. Alle Mann auf Station. Die Herald of Free Enterprise verlässt jetzt den Hafen. Die Durchsage ruft die Besatzungsmitglieder kurz vor dem Ablegen auf ihre Posten. Lee Cornelius verlässt das Autodeck, um seiner Station Bericht zu erstatten. Uhr. Kapitän Lurie startet die drei 9000 PS Maschinen der Fähre. Sie haben 5 Minuten Verspätung. Doch laut Wetterbericht ist das Wetter über dem Ärmelkanal ruhig, mit nur leichtem Wind. Wahrscheinlich kann er die Zeit wieder aufholen. Michael und Maureen Bennett setzen sich in das Restaurant auf dem Seedeck, um sich ein wenig zu stärken. Die Stimmung unter den Passagieren ist gut. Es herrschte eine fröhliche Atmosphäre an Bord und alle amüsierten sich. Ihre Tochter Theresa ist mit ihrem Freund auf dem Seedeck und sie entspannen sich in der Lounge. Wir tranken etwas und unterhielten uns über die Rückfahrt. Ich fahre nicht gern mit dem Schiff, daher war die Fahrt für mich eine große Sache. Die Herald dampft aus dem Hafen von Seebrügge und hält zu auf die eisigen Fluten der Nordsee. Der 19-jährige Simon Osborne lässt seine Freunde in der Cafeteria zurück, um in der Parfümerie auf dem Seedeck noch ein Geschenk für seine Freundin zu kaufen. 18.24 Uhr. Als das Schiff den äußeren Hafen erreicht, beschleunigt Kapitän Lurie auf 19 Knoten, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Unter den Rückreisenden hat sich Partystimmung ausgebreitet. Dann, aus heiterem Himmel, beginnt das Schiff heftig zu schlingern. Simon Osborne verliert das Gleichgewicht. Es gab einen plötzlichen Ruck. Eine Frau drehte sich zu mir, starrte mich an und begann zu schreien. In der Cafeteria ahnte niemand etwas Böses. Der Regierungsangestellte Michael Reynolds erinnert sich. Einer sagte einfach: Prost. Typisch britischer Humor eben. Das Schiff stabilisiert sich und alles scheint in Ordnung zu sein. Die Passagiere amüsieren sich weiter. Doch unten, auf dem Autodeck, passiert etwas Furchtbares. Etwa einen Kilometer von Seebrügge entfernt gerät die Herald of Free Enterprise in gewaltige Schwierigkeiten. Die Herald kommt vom Kurs ab und Kapitän Lurie versucht, die Kontrolle zu behalten. Doch das Schiff reagiert nicht. Auf dem E-Deck, dem unteren Autodeck, alarmiert ein Besatzungsmitglied einen der Zahlmeister. Es gibt ein großes Problem. Wasser. Es fließt bereits in Mengen die Treppen vom oberen Autodeck hinab.
Der Zahlmeister eilt das Seedeck hinauf und geht ans Funkgerät. Er versucht verzweifelt, die Brücke zu erreichen. Doch die antwortet nicht. Uhr 28. Jetzt gibt es einen heftigen Stoß und das Schiff neigt sich volle 30 Grad nach Backbord. Bevor Kapitän Lurie einen Notruf absetzen kann, schleudert ihn die Bewegung des Schiffes auf den Boden und er wird bewusstlos. Als das Schiff kentert, versucht das englische Ehepaar Michael und Maureen Bennett verzweifelt, sich an den Tischen in der Cafeteria festzuhalten. Es war ein Gefühl, als würde einem der Teppich unter den Füßen weggezogen. Nirgendwo konnte man sich festhalten. Das 8000-Tonnen-Schiff rollt auf die Seite. Der 19-jährige Simon Osborne wird von den Füßen gerissen. Ich rutschte weg. Alles war buchstäblich auf den Kopf gestellt. Das Einzige, was mich vor dem Abrutschen bewahrt hat, waren die am Boden befestigten Tische. Hätten sie nachgegeben, wäre ich hinabgestürzt. Als die Herald of Free Enterprise kentert, hört man ein schreckliches, schleifendes Geräusch. Jetzt bricht das Wasser durch die Seitenfenster des Schiffes. Ich starrte wie angewurzelt auf diese Wand aus weißem Wasser, die auf mich zukam. Ich glaubte, ich müsse sterben. Das Schiff sinkt und ich muss sterben. Tausende Tonnen von Wasser schießen mit Hochdruck in das Schiffsinnere. Es ist wie ein Feuerwehrschlauch, der auf dich gerichtet ist. Es schleudert dich einfach durch das Boot. Michael Bennetts Frau Maureen ist Nichtschwimmerin. Sie versucht verzweifelt, ihren Kopf über Wasser zu halten. Doch der ungeheure Wasserstrom macht es für Michael immer schwieriger, sie festzuhalten. Ich war wirklich in Panik. Einfach nur in Panik. Ich wusste, ich würde sterben. Ich hielt Maureen an ihrem Büstenhalter und ihrer Kleidung fest und zog sie ganz nah zu mir. Nur so konnte ich sie halten, bis das Wasser sich wieder beruhigt hatte. Sonst wäre sie fortgerissen worden. Die gesamte Backbordseite der Fähre versinkt in der Nordsee. Und nur noch die Steuerbordseite liegt frei über dem Wasser. Wie durch ein Wunder bleibt das Schiff auf einer Sandbank liegen. So versinkt es nicht in der Tiefe. Zumindest vorerst. Vor dem Hafen fischt die Sandaras, ein belgisches Schiff, im Ärmelkanal. Sie ist etwa einen Kilometer von der Unglücksstelle entfernt. Ihre Besatzung sieht die Lichter an Bord der Harold aufflackern und dann erlöschen. Sie alarmieren den Hafenmeister von Seebrügge, Guido de Ruder. Der Ruder leitet den Notruf sofort weiter und bittet alle Schiffe in der Nähe der Fähre zu Hilfe zu kommen. Der Kapitän empfängt den Funkspruch des Hafenmeisters und macht sich mit seiner Besatzung sofort auf den Weg zur Unglücksfähre. Im Inneren der überfluteten Harold kämpfen mehr als 500 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Überleben. Michael Bennett ist benommen, doch er versucht, seine Frau Maureen an der Oberfläche des eiskalten Wassers zu halten. Die Tochter der Bennetts, Theresa, ist allein in einem anderen Teil des Schiffes. Ihr Ledermantel füllt sich mit Luft und wird so für sie zu einer behelfsmäßigen Rettungsweste. Im Wasser unter ihr kämpfen Leute ums Überleben und greifen nach ihr, um an der Wasseroberfläche zu bleiben. Ich konnte spüren, dass Leute an meinem Mantel zogen, sich an meine Hose festhielten und versuchten, über mich hinüberzuklettern. Es war ein schreckliches Gefühl, den Klammergriff eines Menschen zu spüren, der dann plötzlich nicht mehr da ist.
Die überlebenden Passagiere sehen sich jetzt einer weiteren tödlichen Gefahr ausgesetzt. Unterkühlung. Man fängt an zu denken, kommst du hier heraus? Werden wir sterben? Das Wasser in der Nordsee misst nur ein paar Grad über Null. Bei solchen Temperaturen wird man in nur 20 Minuten bewusstlos. Eine Glaswand hält den Regierungsangestellten Michael Reynolds gefangen. Um seinen Kopf über Wasser zu halten, stellt er sich auf die Lehne eines am Boden befestigten Stuhls. Das Wasser im Schiffsinneren steigt schnell. Über mir waren nur noch etwa 50 cm Luft. Und ich dachte nur, wenn wir noch weiter sinken, dann war's das. Uhr 40. 12 Minuten zuvor ist die Harold gekentert. Der Seenotschlepper Seahorse eilt dem 8000-Tonnen-Schiff zu Hilfe. Die Schlepperbesatzung zerschlägt Fenster, um die darunter gefangenen Passagiere zu erreichen. 18.43 Uhr. 15 Minuten nach dem Kentern. Endlich steigt das Wasser nicht mehr. Theresa Bennett weiß nicht, wo ihre Eltern und ihr Freund sind. Sie friert in dem 3 Grad kalten Wasser. Das Wasser war eiskalt. Der Körper gibt einfach auf. Wenn Theresa nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten gerettet wird, verliert sie das Bewusstsein und muss unweigerlich ertrinken. Weiter im Heck des Schiffes kämpfen auch Theresas Eltern gegen die Kälte. 35 Minuten nach dem Kentern der Harold nehmen Hubschrauber der Küstenwache Überlebende auf. Mehr Rettungsschiffe kommen herbei. Taucher aus der Region bieten ihre Hilfe an, obwohl es höchst gefährlich ist, in einem verunglückten Schiff zu tauchen. Aber sie wissen, dass nur sie den Überlebenden helfen können. Der Belgier Piet Lagast ist Taucher bei einer örtlichen Bergungsfirma. Er bahnt sich den Weg durch treibende Leichen und Trümmer und ruft in das jetzt dunkle Schiff hinein. Mit den Taschenlampen konnten wir sehen, dass die Leute sich im Wasser bewegten. Andere waren wohl bereits tot und rührten sich nicht. Wir näherten uns denen, die ihre Arme hoben und riefen. Diese waren noch am Leben. Auf dem Seedeck ist Simon Osborn ganz allein. Seine Freunde sind nirgends zu finden. Ringsherum Stille. Man hörte Menschen rufen und schreien. Aber das wurde mit der Zeit immer weniger. Ein Taucher erreicht die erschöpften und frierenden Bennetts. Retter werfen ein Seil zu ihnen hinunter. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Als sie Maureen hochziehen, verliert sie das Bewusstsein. Michael Reynolds ist hinter einer Glaswand gefangen. Er hört die Retter in der Ferne, doch er kann sie nicht sehen. Und dann ein Hoffnungsschimmer. Ein Retter erscheint hinter der Glaswand. Er schlug auf die Glasfläche, die schließlich nachgab. Der erschöpfte Simon Osborn hört, wie das Glas zerbricht. Er hört die Rettungskräfte in der Nähe und schwimmt auf das Geräusch zu. Einer der Taucher entdeckt ihn. Es war merkwürdig, in einem solchen Zustand aus der Fähre gezogen zu werden. Ich hatte einen schweren Schock erlitten. Uhr. 2,5 Stunden nach dem Kentern der Harold. Taucher bergen immer noch Überlebende.
Doch noch häufiger finden sie Tote. Der Taucher Pete Lagast war das letzte Mal vor 4,5 Stunden auf der Herald of Free Enterprise. Er glaubt nicht, noch Überlebende zu finden. An Land transportieren 35 Krankenwagen die Verletzten in nahegelegene Krankenhäuser. Nur Stunden zuvor hatten Maureen und Michael Bennett noch ihren 9. Hochzeitstag gefeiert. Jetzt liegen sie Seite an Seite mit schweren Verletzungen auf derselben Krankenstation. Maureen wird fast verrückt vor Sorge um ihre 20 Jahre alte Tochter Theresa. Ich habe mich ständig gefragt, wo Theresa war. Mir schwirrte nur noch ein Gedanke im Kopf herum. Wo ist sie? Wo? Uhr 2:45. Mehr als 8 Stunden nach dem Kentern. Die Flut steigt jetzt schnell und verursacht gefährliche Strömungen im Schiffsinneren. Die Rettungsmannschaften können erst am Morgen bei Ebbe wieder tauchen. Damit schwindet jede Hoffnung auf weitere Überlebende. Zahlreiche Freunde und Verwandte, die beim Kentern der Fähre getrennt wurden, erfahren, dass ihre Angehörigen nicht überlebt haben. Andere müssen noch quälend lange auf Nachrichten warten. 8 Stunden, nachdem das Schiff gekentert ist, weiß Maureen immer noch nicht, ob ihre Tochter Theresa überlebt hat. Sie fragt mehrmals Krankenhauspersonal und Reporter, ob sie etwas wissen. Dann erscheint der Pfarrer des Hospitals mit Neuigkeiten. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Mir wurde gesagt, dass sie lebt und dass es ihr gut geht. Oh, das ist großartig. Sie lebt. Theresa lebt. Gott sei Dank. Ich war so glücklich. Ich weinte und ich war so glücklich. Es ist unglaublich. Theresa hat 1 Stunde in dem eiskalten Wasser überlebt. Sie erlitt schwere Verletzungen, ist aber wieder völlig gesund. Auch ihr Freund Mark konnte noch rechtzeitig gerettet werden. Die Nachricht von dem Unglück breitet sich über die ganze Welt aus. Drama auf See. Vor der belgischen Küste kommt es zur Stunde zu einem groß angelegten Rettungseinsatz. Hunderte von Passagieren einer gekenterten Fähre werden im kalten Wasser des Ärmelkanals vermisst. Das Ausmaß der Katastrophe schockiert die Welt. Erste Berichte sprechen von 150 Toten. Damit ist das Unglück die schlimmste Schiffskatastrophe in Friedenszeiten seit dem Untergang der Titanic im Jahre 1912. Am Morgen kursieren die ersten Berichte von wundersamen Rettungen und Heldentaten von Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Ein Mann baute mit seinem Körper eine Brücke, über die andere entkommen konnten. Ein LKW-Fahrer rettet ein 5-jähriges Mädchen, dessen gesamte Familie vermisst wird. Die Katastrophe ist unvorstellbar. Wie konnte ein modernes 8.000-Tonnen-Schiff in gutem Zustand in nur 90 Sekunden kentern? Und das nur etwas über 1 Kilometer vor dem Hafen. Da die Herald ein britisches Schiff ist, leitet das britische Verkehrsministerium die Untersuchungen. Ian Dent, einer der führenden Schiffsbauer Großbritanniens, untersucht bereits seit 32 Jahren Unfälle auf See. Das schwere Unglück schockiert ihn. Das ist wohl eines der furchtbarsten Schiffsunglücke, mit denen ich mich je befassen musste. Leute sind an Bord der Fähre gegangen und nur 20 Minuten nach Verlassen des Hafens mussten sie um ihr Leben kämpfen. Dent muss genau herausfinden, was in der Nacht zum 6. März geschah, um derartige Katastrophen in Zukunft zu verhindern. Durch eine Rekonstruktion der Ereignisse in jener verhängnisvollen Nacht und durch genaue Untersuchungen können wir die wahren Gründe für den Untergang der Herald ermitteln. Die Computersimulation kann uns an Orte führen, die keine Kamera erreichen könnte. Mitten ins Herz der Katastrophe.
Tag nach dem Unglück fahren die Experten mit einem Boot zum Wrack der Herald. Ihnen bietet sich ein schockierender Anblick. Das Schiff scheint unversehrt. Auf seiner sichtbaren Seite gibt es keine Spur einer Kollision oder Beschädigung. Doch was sie am Bug finden, ist erstaunlich. Die großen Bugtore, durch die Fahrzeuge an Bord gelangen, stehen weit offen. Für die Beamten ist klar, dass das Wasser durch diese offenen Tore ins Schiff gelangte. Die Medien taufen die offenen Bugtore die Tore des Todes. Das Team von Ian Dent muss herausfinden, warum sie offen standen. Bis dahin hatten wir noch gedacht, dass das Schiff mit irgendetwas kollidiert und dann gekentert oder aber im Ärmekanal vor Seebrücke zu dicht ans Ufer geraten wäre. Das Team weiß, dass die Herald auf eine Sandbank gelaufen ist, etwa einen Kilometer vor der Hafeneinfahrt. Es gibt vor Seebrücke einige dieser Unterwasserhindernisse. Um sie zu umfahren, folgen die Schiffe einer markierten, 900 Meter breiten Fahrrinne, die von den Hafenbehörden durch ständiges Ausbaggern freigehalten wird. Ist die Herald also mit einer Sandbank kollidiert und haben sich deshalb die Bugtore geöffnet? Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Hafenbehörde von Seebrügge alle Fähren bis zu 3 Kilometer außerhalb des Hafens per Radar überwacht. Die Radardaten zeigen, dass die Herald in ihren letzten Sekunden vom Kurs abweicht, aber nicht mit der Sandbank kollidiert. Erst nach dem Kentern legt sie sich seitlich darauf. Das Schiff ist erst vom Kurs abgekommen, als es schon in Schwierigkeiten war. Die Sandbank ist nicht ihr Verderben, sondern rettet die Herald. Sie verhindert, dass die Fähre sich Kiel oben dreht. Das hat viele Menschenleben gerettet. Den Experten wird klar, dass die Bugtore nicht wie angenommen durch eine Kollision beschädigt wurden. Sie befragen Angestellte der Hafenbehörden, die in der Unglücksnacht Dienst hatten. Das bringt sie auf eine neue Spur. Der Hafenmeister Guido de Ruder gibt den merkwürdigen Funkspruch wieder, den ihm der Kapitän des Schleppers Sandaras übermittelte, 20 Minuten nachdem die Herald den Hafen verlassen hatte. Er sagte, dass er Lichter sehe und denke, die Bugtüren seien immer noch geöffnet. Er könne Autos und LKWs erkennen. Diese Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Die Herald scheint also mit offenen Bugtoren den Hafen verlassen zu haben. Wie war das möglich? Um herauszufinden, wer in jener Nacht auf dem Autodeck Dienst tat, werden überlebende Besatzungsmitglieder gefragt. Sie erfahren, dass der erste Offizier Leslie Sable das Beladen des Autodecks überwachen sollte. Zu seinen Aufgaben gehörte auch, die Herald schnell zu beladen, um den Fahrplan einzuhalten. Eine Verspätung hätte ihm eine Rüge seiner Vorgesetzten eingebracht. In diesem schwierigen Markt geht es um viel Geld und der kommerzielle Erfolg hing ab von einer schnellen Rückfahrt der Fähre. 30 Minuten vor dem Unglück. Das Team findet heraus, dass Sable an diesem Abend unter besonderem Druck steht. Durch die verbilligten Tickets war das Autodeck voll. Als das letzte Fahrzeug aufs Deck gerollt ist, werden die Hafenbehörden über Funk informiert. Alle Mann auf Station, die Herald of Free Enterprise verlässt in Kürze den Hafen. Das ist für die Besatzung das Signal, auf ihre Stationen zu gehen. Lee Cornelius muss noch dafür sorgen, dass der Bug durch eine Sicherheitskette verschlossen wird. Der erste Offizier Leslie Sable eilt auf die Brücke. Sie liegen jetzt bereits 5 Minuten hinter dem Zeitplan zurück. Er verlässt das untere Deck. Alle Mann auf Station ist auch das Signal für das hydraulische Schließen der Bugtore auf dem Autodeck.
Die Ermittler finden heraus, dass der zweite Bootsmann, Mark Stanley, mit dieser wichtigen Aufgabe betraut war. Alle Mann auf Station. Die Befragung Mark Stanleys führt zu haarsträubenden Erkenntnissen. Als er sich auf dem Autodeck befinden sollte, um die Bugtore zu schließen, schlief Mark Stanley immer noch in seiner Kabine. Er hatte sich noch einmal hingelegt, als das Schiff in Seebrügge anlegte, verschlief jedoch die Durchsage, alle Mann auf Station. Herald of Free Enterprise verlässt jetzt den Hafen. Doch die Experten stehen vor einem Rätsel. Warum bemerkt kein anderes Besatzungsmitglied, dass die Bugtore weit offen stehen und schlägt Alarm? Sie erfahren vom Besatzungsmitglied Lee Cornelius, dass es manchmal dem Zufall überlassen war, wer die Bugtore schloss und wann dies geschah. Meistens schloss ein Besatzungsmitglied vom Hauptdeck aus die Bugtore, wenn wir nach dem Beladen das Deck verließen. An diesem Abend aber geschah das nicht. Wir ließen sie einfach offen, da wir dachten, Mark würde das noch erledigen. Die Bugtore bleiben offen, weil der zweite Bootsmann noch schläft und an diesem Abend niemand seinen Job macht. Die Ermittler finden heraus, dass es kein Sicherheitssystem für das Schließen der Bugtore gab. Obwohl dies Mark Stanleys Aufgabe war, müsste der erste Offizier Leslie Sable die Tore noch einmal überprüfen. Doch im Rennen gegen die Zeit war es für den ersten Offizier selbstverständlich geworden, das Autodeck zu verlassen, bevor die Tore geschlossen wurden. Der zuständige Offizier wurde zur gleichen Zeit auf der Brücke gebraucht. Er hätte also an zwei Orten gleichzeitig sein müssen. Das ist natürlich unmöglich. Dent und seine Mitarbeiter entdecken einen schwerwiegenden Fehler im System. Der Kapitän kann die Bugtore von der Brücke aus kaum sehen. Ohne anderslautende Meldung geht er davon aus, dass die Bugtore geschlossen sind. Minuten vor dem Unglück. Kapitän Lurie steuert das Schiff rückwärts vom Liegeplatz 13 fort, ohne zu wissen, dass niemand die 5 Meter hohen Bugtore im Autodeck geschlossen hat. Die Ermittler nehmen an, dass eine Mischung aus menschlichem Versagen und einem nachlässigen Sicherheitssystem dazu geführt hat, dass die Herald mit offenen Bugtoren abgelegt hat. Doch diese schockierende Entdeckung erklärt noch nicht das Kentern der Fähre. Eines der größten Rätsel war die Frage, warum so viel Wasser auf das Autodeck gelangen konnte, wenn dieses doch etwa 3 Meter über dem ruhigen Meeresspiegel lag. Erst mehrere tausend Tonnen Wasser lassen ein Schiff von der Größe der Herald kentern. Doch die Bugtore befinden sich fast 3,5 Meter über der Wasserlinie. Die Experten vermuten, dass die Tore auch bei ruhiger See möglichst weit über dem Wasser sein müssen. Dann erfahren sie, dass schon 4 Jahre zuvor das Schwesterschiff der Herald mit offenen Bugtoren Dover verlassen hatte. Auf diesem Schiff gab es jedoch keine Zwischenfälle. Ihre Annahme bestätigt sich. Selbst mit offenen Bugtoren hätte die Herald den Ärmelkanal sicher überqueren können. Warum hat sie es also nicht geschafft? Ian Dent will herausfinden, was den Abstand zwischen Bugtoren und Wasserlinie verringerte. Er entdeckt, dass eine zu kurze Laderampe in Seebrügge Probleme verursachte. Sie ist zu kurz, um das Oberdeck der Herald zu erreichen. Also musste Kapitän Lurie einen Ballasttank im Bug mit Seewasser füllen, um die Herald auf den richtigen Stand zu bringen. Damit liegt das Schiff 1 Meter tiefer im Wasser und der Abstand zwischen Bugtoren und Wasserlinie verringert sich auf 2,50 Meter. Der Hafen von Seebrügge ist mit 15,50 Meter relativ flach.
Dent vermutet, dass dies eine Rolle gespielt hat. Als das Schiff Fahrt aufnimmt, entsteht durch die Bewegung ein Unterdruck unter dem Rumpf, wobei der Bug nach unten gezogen wird. Im tiefen Wasser zeigt dies kaum Wirkung. Dents Versuche zeigen aber, dass sich ein solcher Effekt in flachem Wasser verstärkt. Wenn das Wasser aus dem schmalen Raum zwischen Schiffskiel und Meeresboden gepresst wird, schießt es schneller unter dem Rumpf hervor. Ein solcher Wasserschwall erzeugt Unterdruck unter dem Schiff und zieht es noch weiter hinunter. Als die Harold am 6. März auf Fahrt geht, beträgt der Abstand zwischen Bugtoren und Wasserlinie nur noch 1,50 Meter. Unter diesen Voraussetzungen zu fahren ist riskant. Doch die Experten bezweifeln, dass die Harold allein deshalb kenterte. Wie konnte also so viel Wasser auf das Autodeck gelangen? Es gibt nur eine Möglichkeit, um dies herauszufinden. Liegeplatz 12 im Hafen von Seebrücke. 10. Mai 1987. 9 Wochen nach dem Untergang der Harold führt Ian Dent an Bord ihres Schwesterschiffes, der Pride of Free Enterprise, ein wichtiges Experiment durch. Er will die verhängnisvolle letzte Fahrt der Harold nachstellen. Die Pride und die Harold sind baugleich. Sie hat dieselbe Zuladung. Die Wetter- und Gezeitenbedingungen sind identisch. Die Pride manövriert sich mit der normalen Abfahrtsgeschwindigkeit von 10 bis 15 Knoten durch den Hafen von Seebrücke. Ihre Bugtore befinden sich 1,50 Meter über der Wasserlinie, genau wie bei der Harold. Auf ihrer Fahrt entsteht eine Bugwelle, die sich aber deutlich unter den Bugtoren bricht. Danach untersucht Dent, wie hoch die Bugwelle wird, wenn das Schiff beschleunigt. Eine ganze Reihe Videokameras erfassen die Welle aus jedem Blickwinkel. Bei 16,9 Knoten bewegt sich die Welle in sicherem Abstand unter den Toren und zieht vom Schiff weg. Dann weist Dent den Kapitän an, die Geschwindigkeit zu erhöhen, auf 17,4 Knoten. Die Beschleunigung zeigt sofort Auswirkungen. Die Bugwelle wird größer und sie verändert ihre Richtung. Anstatt vorwärts zu rollen, stürzt sie nach hinten in Richtung der Bugtore. Dies ist bemerkenswert. Doch die Welle reicht mit 2,50 Meter Höhe noch nicht an das Autodeck heran. Dent glaubt, dass die Harold schneller aus dem Hafen gefahren sein muss. Er lässt noch einmal auf 18 Knoten beschleunigen, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Plötzlich türmt sich die Bugwelle auf. Jetzt misst sie knapp 4 Meter und ist hoch genug, um die Bugtore zu fluten. Auf der Harold ist das Wasser also direkt ins Autodeck gedrungen. Der Versuch zeigt, dass eine riesige Menge Wasser über den Bug der Harold gegangen sein muss. Dent ist ein erfahrener Schiffsbauer, doch auch er hat eine derartige Bugwelle noch nie gesehen. Er versucht, das Phänomen mit Computermodellen zu erklären. Und wieder scheint die flache See vor Seebrücke der Schlüssel zu sein. Wie alle Schiffe wirft die Harold im flachen Wasser größere Bugwellen auf, der sogenannte Flachwassereffekt. Dieser wird allmählich größer, je schneller das Schiff fährt. Das Modell belegt außerdem, dass sich die Bugwelle der Harold bei Erreichen der 18 Knoten sprunghaft vergrößert hatte. Nur ein halber Knoten mehr Geschwindigkeit sowie das flache Hafenwasser von Seebrücke machen den Unterschied aus. Das Tragische im Fall der Harold ist, dass sie in der flachen See vor Seebrücke durchaus mit offenen Bugtoren hätte fahren können. Eine ganze Zeit lang wäre womöglich nichts geschehen und man hätte wohl bemerkt, dass die Tore nicht geschlossen waren. Stattdessen dringt die fast 4 Meter hohe Bugwelle ungehindert durch die offenen Bugtore.
Dan schätzt, dass 2000 Tonnen Wasser in nur 30 Sekunden auf das Autodeck strömen. Doch selbst eine derartige Wassermenge hätte das Schiff nicht sinken lassen. Wo liegt der fatale Konstruktionsfehler, der die Harold nach nur 90 Sekunden kentern ließ? Der Experte Ian Dent hat belegt, dass 2000 Tonnen Wasser das Autodeck der Harold überflutet haben. Er weiß, dass selbst diese Wassermenge für den Untergang eines so großen Schiffes nicht ausreicht. Denn traditionell ist der Schiffskörper unterhalb der Wasserlinie in wasserdichte Abteilungen unterteilt. Die Harold ist jedoch anders konstruiert. Sie hat ein großes offenes Autodeck, das von Fahrzeugen problemlos befahren werden kann. So kann das Schiff einen Hafen schneller wieder verlassen, ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Doch das größte wirtschaftliche Plus der Harold verursacht auch ihren Untergang. Experten berechnen, dass die Harold mit den 2000 Tonnen Wasser, die sich in ihr Autodeck ergossen, sehr schnell instabil wurde. Auf See rollt die Harold wie gewöhnlich von einer Seite auf die andere. Das Wasser im Inneren strebt aber jetzt dem tiefsten Punkt zu und das Schiff kippt nach einer Seite. Wegen ihres großen Auftriebs kann sie sich aber zunächst wieder aufrichten. Wasser ist in seiner Gesamtheit sehr instabil. Es bewegt sich im Fahrzeugdeck von einer Seite auf die andere, fast wie ein Pendel. Bei jeder Pendelbewegung dringt mehr Wasser ein und das Schiff neigt sich tiefer. Schließlich ist der Punkt erreicht, an dem es sich nicht mehr aufrichten kann. Für Ian Dent und seine Mitarbeiter ist dies das letzte und entscheidende Beweisstück. Jetzt können sie die Abfolge der Ereignisse Sekunden vor dem Unglück rekonstruieren. 4 Minuten bis zum Unglück. Nicht ahnend, dass die Bugtore noch weit offen stehen, erhöht Kapitän Lurie die Geschwindigkeit der Harold um einen halben Knoten auf 18 Knoten. Im flachen Wasser vor Seebrücke wird dadurch die Bugwelle sehr groß. 90 Sekunden vor dem Unglück. 2000 Tonnen Wasser strömen in das offene Autodeck. 60 Sekunden vor dem Unglück. Als das Wasser über das Autodeck schießt, spüren die Passagiere einen heftigen Ruck. Die Welle reißt Autos und LKW mit sich. 30 Sekunden vor dem Unglück. Das Schiff neigt sich um 30 Grad nach Backbord. Jetzt ist nichts mehr zu retten. Die Harold dreht sich auf die Seite und bleibt halb untergetaucht in der eiskalten Nordsee liegen. 7 Wochen nach der Tragödie schleppen Bergungsschiffe die Harold in den Hafen. Die endgültige Opferzahl beträgt 193, darunter 38 Besatzungsmitglieder. Nach dem endgültigen Untersuchungsbericht ist vor allem menschliches Versagen für den Untergang der Harold verantwortlich. Kapitän David Lurie wird für 1 Jahr vom Dienst suspendiert. Der erste Offizier Leslie Sable sogar für 2 Jahre. Dem zweiten Bootsmann Mark Stanley, der vergaß, die Bugtore zu schließen, wird eine schwere Vernachlässigung seiner Pflichten angelastet. Er wurde jedoch nicht bestraft. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass mangelhafte Vorkehrungen seitens des Betreibers der Harold, Townsend Thoreson, die Schuld an der Katastrophe tragen. Das britische Verkehrsministerium bürdet der Reederei eine Strafe von 400.000 Pfund auf. Die Nacht auf der Harold of Free Enterprise wirft immer noch einen langen Schatten auf das Leben der ehemaligen Passagiere wie Simon Osborne. The worst aspect of the whole thing was losing my two friends. Ich habe 2 meiner engsten Freunde verloren. Das war in meinem Alter damals hart. Ich musste ihren Eltern gegenübertreten und mit ihnen über jenen Tag sprechen. Ich war auf ihren Beerdigungen und habe am Gedenkgottesdienst teilgenommen. Das war eine sehr große emotionale Belastung für einen 18-, 19-jährigen Jungen wie mich. Das Leben der Überlebenden Michael und Maureen Bennett hat sich nach dem Unglück völlig verändert. Wenn wir heute einen Strandspaziergang machen wollen, gehen wir lieber heute als morgen. Denn vielleicht gibt es keinen Morgen. Auf der Fähre hätte es beinahe keinen Morgen mehr für uns gegeben. Heute tun wir also alles, wozu wir gerade Lust haben.
Auch ihre Tochter Theresa weiß, wie knapp ihre Familie einer Tragödie entronnen ist. Es war kaum eine Familie auf der Fähre, die keine Opfer zu beklagen hatte. Wir haben wirklich Glück, dass wir noch leben. Das Unglück hat zu einem großen Umdenken bei der Sicherheit britischer Fähren geführt. Heute ermöglichen Kameras und Signalanzeigen dem Kapitän, das Schließen der Bugtore von der Brücke aus zu überwachen. Reedereien müssen ihre Schiffe überholen, um deren Stabilität zu verbessern. Dazu gehören Trennschotten, die bei einem Wassereinbruch das Schiff noch wenigstens 30 Minuten vom Kentern abhalten sollen. Die Tragödie der Heart of Free Enterprise wirkte auf die Schifffahrt wie ein Alarmsignal. Die Sicherheitsmaßnahmen, die daraufhin ergriffen wurden, haben weltweit neue und hohe Maßstäbe gesetzt.